Montagmittag, 13.45 Uhr. Wir begrüßen euch zu einer kleinen Nacht der Arbeit-Runde hier in Dienstlaken bei 16 Grad. Ja, gestern sind wir natürlich auch gelaufen, hat es geregnet, ne, von morgens bis abends. Und irgendwann muss dann auch mit dem Pelle laufen, haben uns die Regenklamotten angezogen und sind dann raus. Haben wir natürlich auch gefilmt. Damit werden wir auch gleich starten mit dem Video. Da bitte ich schon mal im Vorweg die schlechte Tonqualität zu entschuldigen, weil das Mikrofon habe ich mir unter die Jacke geklemmt, damit es nicht nass wird. Nämlich wenn das nass wird, dann ist es kaputt. Was wollte ich noch sagen? Ja, 16 Grad habe ich schon gesagt, Sonne scheint so ein bisschen. Und nichtsdestotrotz sind noch einige Schauer unterwegs. Deswegen können wir nicht allzu weit laufen heute. Und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und starten werden wir mit dem gestrigen Tag mit der Regenrunde. Auf geht's! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Regenrunde hier am Sonntag um 18.15 Uhr. Begrüßen wir euch hier in Dienstlaken. Es hat den ganzen Tag geregnet. Um 4 Uhr hat es angefangen, wie ich zur Arbeit gefahren bin. Seitdem hat es nicht mehr aufgehört. Normalerweise gehe ich dann so gegen 13 Uhr, wenn ich von der Arbeit komme, eine kleine Runde mit Pelle, aber es hat so dermaßen geschüttet. Das Ganze keinen Sinn gehabt. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Ja, und jetzt ist es soweit. Irgendwann muss er mal raus. Und so eine gute Gelegenheit, die Kamera jetzt zu testen. Denn die soll ja angeblich wasserdicht sein. Und bin mal gespannt, was das externe Mikrofon dazu sagt. Beziehungsweise der Klinkenanschluss, ob es da irgendwelche Kurzschlüsse gibt. Wir lassen uns überraschen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ja, wie gesagt, seit heute Morgen ca. 4 Uhr ist am Regnen, hat auch nicht mehr aufgehört. Ja, mal stärker, mal weniger stark. Man weiß da auch nicht, wann soll es beginnen mit Mond. Weil irgendwann musste halt, habe ich mir gedacht, läufst du jetzt mal, bevor es ganz dunkel ist, kannst du noch mal ein bisschen filmen. Und ich würde sagen, weiter geht's. Klappen. Eigentlich wollte ich jetzt hier nicht durch den Matsch gehen. Ja, Pelle wollte hier lang. Keine Ahnung, weiß nicht warum. Normalerweise ist er bei Regen so. Geht er vor die Tür. Ne, macht auf kürzesten Wege sein Geschäft und geht dann sofort wieder zurück. Heute ist alles anders, ne Pelle? Komm. So, und ich hoffe, das klappt mit der Linse, dass ich da ab und zu mal drüber wische mit dem T-Shirt, dass es nicht zu viel Streifen gibt. Pelle ist natürlich wieder vorgelaufen und wir sagen, weiter geht's. Ne, Pelle, weiter geht's. Bitte, guck mal, so ein Dicker. Thank you.
Und es riecht hier wieder richtig verbrannt hier nach Kamin, irgendwelchen Holz, was hier verbrannt wird, der sich dann wieder nach unten legt durch die kalte Luft. Das sind die Kopfschmerzen voll. Ja, Temperatur haben wir heute 12 Grad. Das hat sich jetzt seit heute Morgen überhaupt nicht verändert. Weder nach oben noch nach unten. Angeblich soll das heute der Tiefpunkt sein der Temperaturen und des Wetters. Naja, wir lassen uns überraschen. Jetzt soll Mittwoch und Donnerstag, also übermorgen und überübermorgen, soll es ein bisschen besser werden. Am Freitag und dann stehen wohl schon wieder die nächsten Tiefausläufer bereit und dann soll es mit diesem Wetter hier weitergehen. Naja gut, wir werden sehen, weiter geht's. Ja, und falls es hier vom Mikrofon so kleine Rubbelgeräusche gibt, ich habe das hier unter der Jacke versteckt, damit es nicht nass wird. Das Einzige, was hier nicht nass werden darf, ist das mit diesem Windpuschel. Der saugt sich voll Wasser. Und Wasser läuft dann das Mikrofon rein, dann geht es kaputt. Möchte ich nicht. Ne? Weiter geht's. Ja, ich habe den Pellets auch nicht mehr geschoren, weil bringt ja auch nichts. Soll jetzt morgen Temperaturen sollen bis auf 5 Grad runtergehen in den kommenden Tagen. Da glaube ich, ist so ein etwas längeres Fell dann doch vorteilhaft. Hey Pelle, komm mal her. Warte und.
Jetzt sind wir auch schon eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und ich hatte eigentlich befürchtet, nachdem es gestern so viel geregnet hat, dass hier die Wege so ein bisschen mehr unter Wasser stehen oder viel mehr feucht sind und matschig sind. Aber zum Glück ist hier alles schon abgetrocknet. Und ich würde sagen, weiter geht's. Regelzeit. Hier. Noch ein Stück. Ich muss sagen, wenn hier in der Sonne steht, ist es doch richtig warm. Aber so nebenbei ist es doch ganz schön windig hier. Und wenn du im Schatten bist, dann ist es doch recht frisch. Und ich kann dir mal zeigen, da vorne, da kommen schon die nächsten Regenwolken an. Und ich hoffe, wir kommen noch trocken nach Hause. Ja, weiter geht's. So, sagen wir herzlich willkommen unter der B8. Ja, das ist so ungefähr so, die Hälfte der Runde haben wir jetzt hier gelaufen. Und jetzt geht es hier einen kleinen Trampelpfad entlang. Kommen wir gleich zur Oststraße. Und dann sehen wir weiter. Weiter geht's.
Ja, und damit geht auch diese Runde leider mal wieder zu Ende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.